Hallo, ich bin Ingo Pawelke von der Traumfabrik und erkläre, wie man sich bei uns auf der Internetseite für die Traumfabrik Akademie anmelden kann. Die Traumfabrik Akademie findet immer eine Woche nach Ostern statt, 3 Tage lang, und über 70 Kurse gibt es da im Angebot und jeder kann sich bis zu 3 Kurse aussuchen. Wir haben 3 Zeitschienen und in jeder Zeitschiene kann man einen Kurs buchen. Also, Zeitschiene 1 findet immer, stark vereinfacht gesagt, am Vormittag statt. Zeitschiene 2 mittags, Zeitschiene 3 am Nachmittag. Wenn man sich also einen Kurs aus Zeitschiene 1 zum Beispiel aussucht, findet dieser Kurs am Freitagvormittag statt, am Samstagvormittag und am Sonntagvormittag. Ja, und jetzt zeige ich mal auf der Internetseite, wie man sich seine Kurse aussuchen und dann auch buchen kann. So, jetzt sind wir auf unserer Internetseite, gehen hier auf Akademie und Kurse. Und da wir jetzt schon wissen, was so die Akademie ist, können wir gleich hier rechts auf Kurse und Anmeldung gehen. Klick. So, hier oben wird das erklärt, was ich jetzt im Video erkläre. Deswegen scrollen wir mal ein bisschen runter, 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 runter und haben dann hier die Übersicht. Da, wo steht, jetzt geht's los. Und zwar haben wir 4 Schritte, um am Ende tatsächlich die Kurse ausgewählt und gebucht zu haben. Schritt Nummer 1 bedeutet Kurs auswählen. Das machen wir jetzt gleich. Schritt Nummer 2, dann gehen wir zur Kasse und füllen das Formular aus. Dann haben wir als Schritt 3 nochmal die Daten zum Prüfen. Und als Schritt Nummer 4 bezahlen wir das Ganze und schließen es dann verbindlich ab. Hier sind nochmal die 3 Zeitschienen genannt, dass man eben weiß, Zeitschiene 1 Vormittag, Mittag und Zeitschiene 3 am Nachmittag. So, und darunter kommen auch schon, und ich scroll wieder, kommen die ganzen Kurse. Wir haben das in verschiedene Rubriken eingeteilt und so kann man sich, wenn man jetzt mal ein bisschen runterrollt, sehen, was denn die über 70 Kurse sind. Da unten noch eine kleine Legende, die das K und das T erklären. Jetzt wählen wir mal einfach ein paar Kurse aus, wollen ein bisschen stöbern, sind also bei Schritt Nummer 1, Kurs wählen. Ich möchte mir mal Lach-Yoga anschauen, klicke drauf und bin dann auf der Lach-Yoga-Seite. Da kann ich mir dann die Inhalte durchlesen, was den Kurs ausmacht, und weiter unten steht dann auch was über den Referenten und vielleicht sogar ein weiterführender Link. Gehen wir nochmal hoch und da sehen wir können den Kurs jetzt entweder merken oder in den Warenkorb. Kurs merken, das mache ich jetzt mal, weil ich noch nicht so ganz genau weiß, welche Kurse ich nehmen will. Merke ich mir mal den Kurs, ich finde ihn interessant und setze ihn auf die Merkliste. Der ist jetzt hier rechts gelandet, da gehen wir runter. Da ist die Merkliste. Habe ich jetzt also Lach-Yoga drauf, Zeitschiene 1. So, dann gehe ich wieder zurück zur Kursübersicht, weil ich will mir noch mehr Sachen anschauen. Rolle ich wieder runter zu den ganzen Kursen und lese mich ein bisschen durch. Jetzt habe ich vielleicht auch noch Lust und denke mir, ah, interessant wäre auch noch Tanzimprovisation. Klicke ich auch da drauf, nehme ich auch den auf meine Merkliste und sehe dann, dass ich hier rechts 2 Sachen jetzt drauf habe: logisch, Lach-Yoga und Tanzimprovisation. Jetzt beschleunigen wir das mal fürs Video und ich suche mal ganz viele Sachen aus. So, das lege ich jetzt auch, Kurs merken. Und jetzt habe ich hier eine Merkliste mit zu vielen Kursen, weil ich ja maximal 3 machen kann. Jetzt wähle ich mir die aus, die ich tatsächlich buchen will. Also sagen wir, ich habe Lust, in Zeitschiene 1 einen Kurs zu belegen. Da muss ich mich jetzt entscheiden zwischen Lach-Yoga und Swingdance, weil beide in der Zeitschiene 1 stattfinden. Sagen wir mal, ich entscheide mich für Lach-Yoga. Dann gehe ich da wieder drauf und gehe auf in den Warenkorb. In dem Moment habe ich natürlich hier im Warenkorb Lach-Yoga drinnen, also nicht nur hier in der Merkliste, sondern auch im Warenkorb. Dann möchte ich vielleicht noch in der Zeitschiene 2 archaischen Tanz machen und nicht Figuren- und Charakterarbeit und nicht Slapstick, die auch alle im Kurs in Zeitschiene 2 sind. Also gehe ich da auch da auf archaischen Tanz, lege das in den Warenkorb.
und sagt dann, das reicht mir, in Zeitschiene 3 möchte ich frei haben, um das RAM-Programm genießen zu können. Also gehe ich jetzt zur Kasse, weil alles im Warenkorb liegt, was ich haben will. Und damit bin ich auch schon, Klick, bei Schritt Nummer 2. Zur Kasse gehen und Formular ausfüllen. Das heißt, ich bin ja schon in der Kasse und fülle jetzt das Formular aus. So, jetzt habe ich das ganze Formular ausgefüllt und gehe weiter zu Schritt Nummer 3, Daten prüfen. Da bin ich jetzt. Jetzt lese ich mir das alles nochmal durch. Wenn das alles passt, so wie ich es haben möchte, dann schaue ich mir noch die AGBs an, bestätige, dass ich sie gelesen habe. Mit einem Klick öffnen Sie ein neues Fenster und da kann man alle allgemeinen Geschäftsbedingungen durchlesen. Und wenn man das eben gelesen hat, dann kostenpflichtig bestellen. Das ist dann der letzte Schritt. Und ich habe mich eben für Sofortüberweisung entschieden, fülle das aus. Und dann, wenn die Bezahlung abgeschlossen ist, kriege ich eine Bestätigungsseite auf der Traumfabrik-Seite und eine E-Mail auch noch, in der das Ganze eben bestätigt wird und was die nächsten Schritte sind. Damit habe ich mich erfolgreich für die Traumfabrik-Akademie angemeldet.